Hallo, hier sind eure Wummelkids und heute machen wir Nudeln mit Hackbällchen im Dutch Oven. Hier wird jetzt schon mal die Konsistenz für das Hack fertig gemacht. Das ist gemischtes Hack, zwei Eier, Gewürze und Paniermehl. das kann man auch in der Pfanne, im Backofen oder auf dem Grill kann man Braten. braten. Und dann kommen die nachher, wenn sie fertig sind, mit in den Dutch Oven, wo die Nudeln drin sind. Wir haben jetzt die Hackfleischbällchen geformt. Jetzt werden die angebraten. Und Jessica formt auch schon fleißig weiter. So sehen die Fleischbällchen jetzt nach dem Braten aus. Und ja. So sehen jetzt die Fleischbällchen nach dem Braten aus. Wir haben jetzt schon Schinken. Schinken geschnitten und Zwiebeln in kleine Stücken und die in Streifen. So, jetzt werden die Zwiebeln mit Knoblauch und dem Speck werden die dann angebraten. Das packe ich jetzt hier einmal schnell alles rein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ziehen wir den Deckel ab und dann machen wir da die Zwiebeln, Speck und Knoblauch, drei Zehen rein. Zwei. Zwei. Also erst wird der Speck reingemacht. So. Jetzt noch die Zwiebeln rein. Und die dann kommt Knoblauchzehen macht man komplett rein. Dann nimmt man die am Ende wieder raus, weil man möchte nur den Geschmack dafür haben. So, zwei Schüsseln da jetzt drin. Das wird dann jetzt noch aber umgerührt. Und wenn die Zwiebeln glasig angebraten sind, dann wird da eine Hühnerbrühe reingemacht. So, jetzt machen wir Tomaten rein. Da muss ich das in zwei Schüsseln packen, weil das sonst zu viel wäre. Und wir haben ja diese. Ja, wir haben eine Gemüsebrühe Gemüsebrühe gemacht. mit Wasser schon gemacht. Das packen wir da jetzt rein, wird einmal umgerührt. Also man füllt es damit auf. Dann Aber es rührt gibt man. auch zwei Varianten, also mit den Spaghettis. Einmal man kocht sie vor oder Man man. packt sie damit rein. Ja. So, das wird jetzt aufkochen. Dann kommen Spaghetti rein. Ja. Und dann kommt da noch Schlagsahne rein. Ja, und jetzt lassen wir es ein bisschen köcheln. So, jetzt nehmen wir einmal den Deckel ab, weil wir müssen nämlich umrühren. Ja, jetzt wollte ich mal einen Topf lappen. Den habe ich nämlich. Ah, hier ist er. Ich werde nämlich jetzt einmal hier umrühren. So sieht es gerade aus. Ja, den müssen wir auch mal kurz abpacken. Dauert auch mal kurz. So, es wird jetzt einmal umgerührt. Ja. Also sieht schon mal gut aus. Also so wie es aussieht, hat es bisher noch nicht geköchelt. Ich muss schon noch ein bisschen warten, bis es köchelt. Ja. Wird jetzt nochmal umgerührt ein bisschen. Ja. So, und gehen wir nochmal gleich wieder raus. Gucken dann, ob es nochmal köchelt. Ich muss erstmal wieder die Decke drauf machen. Dann gehen wir gleich noch mal raus und gucken dann noch mal nach. So, das ist jetzt einmal aufgekocht. Jetzt kommt der Schlagsahne, Spaghettis rein. Hier sind sie. Die packen wir dann damit rein. Wir packen jetzt einmal schnell gleich die Schlagsahne rein, dann rühren wir es um. Ich warte nur eben, bis Jessica da ist. So, wir haben da jetzt schon mal ein bisschen reingemacht. Hier ist der Rest drin. Ja, in der Tasse. Also, ja. Das wird jetzt schön untergerührt. Also, wenn ihr Schlagsahne nehmt, ah ja, das ist Schlagsahne, dann müsst ihr 400 Milliliter, glaube ich. Also, ich schreibe euch das Rezept eh nachher. Wahrscheinlich noch am Und Ende. jetzt Jetzt kommen nimmt die. man sich Portionen Spaghetti Die fallen schon von alleine rein. und packt die da rein. Also, wir packen da jetzt die ganzen Spaghetti rein. Achso, hier sieht man auch. Ja.
haben. Und so kleine Knoblauchzehe. Ach so, wenn man das aufgekocht, also wenn es aufgekocht ist, dann macht man da entweder Zucker oder Salz rein. Das Salz kommt da rein, dass es süß wird. Und der Zucker, dass es salzig wird. Ja. Das wird da jetzt drin bleiben. Ein bisschen runterdrücken, durch. Ja. Der Deckel bleibt auf. Ja. Der Deckel bleibt auf, dass es nicht überkocht. Ja. Und dann warten wir, bis die weich sind. Jetzt haben wir die Klößchen reingepackt, dass die warm werden. Die Nudeln werden jetzt langsam weich. So, wir machen jetzt hier den Deckel zu. Und dann dürfen die weiter kochen. So, wir machen jetzt den Deckel zu, weil es hier draußen sehr kalt ist und es ist halt warm bleibt. Wir gehen nur alle 5 Minuten raus, gucken, ob es überkocht oder nicht. Ja, dann warten wir, bis jetzt weich sind. So, die Nudeln sind jetzt weich. Die Klößchen sind da jetzt mit reingekommen. Ja. Und jetzt wird der Käse raus. Also wir haben komplett drüber gestreut. Wir haben 2 unterschiedliche Arten von Käse. Einmal Mozzarella und einmal Gouda. Aber man kann auch die gleichen nehmen. Warte mal auf. Ich muss es nicht. Nathalie! Es wäre da hinten fast nämlich angebrannt. Weil da hinten haben wir nämlich nochmal Kohle drauf gepackt. Hinten gepackt. Damit es wieder warm wird. Es wird da jetzt noch drauf verteilt. So. Jetzt kommt der andere. Man sieht doch schon den Unterschied der Käse. Wir klappen einmal oben rauf und verteilen es. Natürlich und mit unserem Rührstab. Ich habe Hände gewaschen davor. Nee, dass man sich nicht verbrennt. So. Und okay, du sollst einmal reinpacken. Einmal so runter. Ja, reicht schon. Gut. Jetzt wird wieder der Deckel draufgepackt und gewartet, bis sich da irgendwas tut. Bis der Käse geschmolzen ist. Jetzt auch der Deckel drauf. Ja. Deckel wird draufgepackt. So. Und jetzt wird gewartet. Wir gehen natürlich immer gucken, ob das gut ist oder nicht. Und wenn es fertig ist, zeigen wir es euch. Das ist jetzt das Endergebnis. Der Käse ist geschmolzen. Dann probieren wir das jetzt gleich mal und dann sage ich euch, wie es geschmeckt hat. Hier ist nochmal das Rezept. Die Verarbeitung seht ihr ja im Video. Es hat alles ungefähr 1 Stunde gedauert, plus Feuer anmachen und zubereiten. Es hat richtig lecker geschmeckt. Das waren eure Womo Kids. Bis zum nächsten Mal. Bye!